Hallo zusammen und willkommen. Die Mispel sorgt für die Reinigung der Nieren, beseitigt Harnsäure und reguliert darüber hinaus den Arteriendruck. Trotzdem ist die Mispel nicht mehr so populär wie vor einigen Jahrzehnten. Im Mittelalter wurde die Mispel mehr gewürdigt und vermehrt eingesetzt. Die Mispelfrüchte werden auch Steinäpfel genannt. Die Mispelpflanze gehört zu den Rosengewächsen. Die Regulierung des Blutdrucks wird durch die Einnahme von Mispeln erreicht, das ist vielleicht vielen Leuten bekannt. Ursprünglich stammt der Mispelbaum aus China. Der kleine, immergrüne Mispelbaum sorgt für leuchtende, orangefarbene Früchte, die für die Behebung vieler Krankheitssymptome zuständig sind. Die Früchte sind nicht viel größer als eine Pflaume. Der Mispelbaum ist in großen Teilen Asiens, Nord- und Südamerika, im Nahen Osten und in Ländern, die sich am Mittelmeer befinden, heimisch. Die Mispeln sind wohlschmeckend und werden häufig zu Marmeladen verarbeitet. Säfte mit dem Zusatz von Mispeln werden von vielen Leuten genossen. Die Mispel verfügt über viele positive Eigenschaften, die von Wissenschaftlern bestätigt wurden. Dazu gehören: Mispeln regulieren den Blutdruck, sie beeinflussen im positiven Sinne das Herz-Kreislauf-System, sie werden zwar nicht gerade den Krebs beheben, sind jedoch in der Lage, das Krebsrisiko zu senken. So sollen Mispelfrüchte, die in der Ernährung berücksichtigt werden, als Tee verabreicht, das weitere Wachstum einiger Krebszellen hemmen. Der kaltgetrunkene Tee lindert Heuschnupfen und die häufig auftretende Pollenallergie. Mispeln wirken darüber hinaus entzündungshemmend. Allergiker können beruhigt Mispelfrüchte zu sich nehmen, denn die Mispel beinhaltet den Antihistamineffekt. Für Diabetiker ist die Mispel ebenfalls von Bedeutung. Insbesondere beeinflusst der Mispeltee den Insulinspiegel. Das Atmungssystem hat ebenfalls Vorteile vom Genuss der Mispelfrüchte. An dieser Stelle wirkt Mispeltee schleimlösend. Das Immunsystem verbessert sich grundsätzlich nach dem Genuss von Mispelfrüchten aufgrund des Gehaltes an Vitamin C. Die Verdauung wird ebenfalls nach dem Genuss von Mispelfrüchten reguliert. Die in der Mispel enthaltenen Bitterstoffe sind optimal. Bei Durchfall wirkt Mispel wahre Wunder. Wichtig für viele Personen ist die Hilfe, dass der Verzehr von Mispeln dabei hilft, Gewicht zu verlieren. Die niedrige Kalorienzahl der Mispeln in Verbindung mit der Unterdrückung des Appetits ermöglicht die Verbesserung des Stoffwechsels und kann zum gewollten Gewichtsverlust führen. Das in Mispeln enthaltene Vitamin A ist eine Wohltat für die Augen. Die Stärkung der Knochen ist ebenfalls erwähnenswert. Die Verbesserung der Haut gehört ebenso zu den positiven Effekten der Früchte. Letztendlich ist die Leber ebenfalls zu erwähnen. Ein zubereiteter Tee ist auch für dieses Organ optimal. Die Inhaltsstoffe der Mispel, die für den Menschen sehr wertvoll sind, sind unter anderem Gerbstoffe, die über Pektin verfügen. Pektin wiederum ist hilfreich, den Cholesterinspiegel im Blut zu senken. Darüber hinaus enthalten Mispeln Vitamin B2, Beta-Carotin, Kalium, Calcium, Phosphor, Magnesium und Eisen. Viele Leute schwören auf Mispeltee, um die innere Unruhe zu bezwingen. Währenddessen einigen vielleicht der Mispeltee bereits bekannt ist, gibt es darüber hinaus recht gute Vorschläge, die Mispelfrüchte nicht nur im medizinischen Bereich zu berücksichtigen, sondern in der Ernährung ebenfalls. Du kannst zum Beispiel daraus eine Marmelade oder ein Gelee einkochen, einen Saft oder Kompott zubereiten, aber auch eine Soße, die gerne zu Geflügelgerichten serviert wird. Um die Steinäpfel optimal verwerten zu können, werden die Kerne herausgeschnitten und die Frucht wird zerteilt. Das wohlschmeckende Mousse wird zubereitet, indem Mispelfrüchte mit anderem Obst wie beispielsweise Äpfel, Birnen oder auch Quitten und etwas Wasser ungefähr 10 Minuten köcheln. Zitronensaft, Zimt oder auch Ingwer können hinzugefügt werden. Um Mispelfrüchte zu essen und zu kochen, sind einige Tipps zu beachten. Die Mispeln werden weich und süß, wenn sie der Frosteinwirkung ausgesetzt sind. Wenn das nicht geschieht, sind die Früchte herb und ziemlich bitter. Außerdem sollten die Früchte länger lagern, denn in frischem Zustand sind sie äußerst bitter. Das Fruchtfleisch muss durch und durch braun sein, damit es wohlschmeckend und bekömmlich ist. Noch vor wenigen Jahren wurde in Südbaden Mispelbrand angeboten. Der Mispelbrand gilt dort als Spezialität. Dieses alkoholische Getränk aus Mispelfrüchten ist allerdings mit 1,5% Alkoholgehalt nicht sehr stark, wird aber doch gerne genossen. Mispeln sind einsetzbar bei Entzündungen jeglicher Art, ob Harnwegsinfekte, Mandeln, Nieren oder Darm. Sie wirken antibakteriell, entzündungshemmend, in welchem Körperteil sich auch immer die Entzündung befindet, cholesterinsenkend, harntreibend und stopfend bei Durchfall. Aber auch in der Kosmetik ist Mispel einsetzbar. So wird zum Beispiel eine Gesichtspflege mit Mispelblättern in der Kosmetik empfohlen. Die Blätter im Mörser zerstoßen, destilliertes Wasser hinzugeben, morgens und abends ins Gesicht sprühen, jedoch nicht abtrocknen. Die Mispel ist eine sehr alte Pflanze, die vor über 3000 Jahren schon im Norden Irans bekannt war.
In Gebieten um das Kaspische Meer wuchs die Mispel als Wildobst. Die bekannte Hildegard von Bingen empfahl die Mispel als blutreinigendes Mittel. Die rohen Früchte wurden damals bereits bei krankhaften Abmagerungen und Muskelschwund verwendet. Irgendwie verlor dann aber die Mispel ihre Anziehungskraft im 17. und 18. Jahrhundert. Heutzutage gibt es erwähnenswerte Vorkommen in England, Italien, Süddeutschland und den Niederlanden. Italien und die Türkei exportieren die Mispelfrüchte. Darüber hinaus sind die Nährwerte der Mispel durchaus erwähnenswert. Die Früchte enthalten pro 100 Gramm 44 Kalorien, 0,5 Gramm Eiweiß, 0,2 Gramm Fett, 10,6 Gramm Kohlenhydrate und 2,1 Gramm Ballaststoffe. Wenig Kalorien und Fett machen diese Frucht zu einem wertvollen Beitrag in der Ernährung. Unter anderem wurde schon früh erkannt, dass die Pflanze die Beseitigung der Harnsäure ermöglicht, den Arteriendruck reguliert und für die Reinigung der Nieren sorgt. Die Forschung entdeckte nun jedoch, dass diese Pflanze noch viel mehr Heilungsmöglichkeiten übermittelt. Interessant ist, dass die Mispel nicht nur für den Menschen wertvoll ist. In den Medien wird darüber berichtet, dass langsam die Bienen aussterben, was keineswegs ein gutes Zeichen ist. Die Blüten der Mispel riechen nach gar nichts. Sie erscheinen im Mai und im Juni. Spätfröste sind für die Mispel uninteressant. Die Blüten sind jedoch das Paradies für Bienen und Insekten. Das Nahrungsangebot der Bienen bereichert sich um Mispelblüten, was für den Naturliebhaber ein Zeichen ist, Mispeln zu pflanzen. Die Mispel ist selbst fruchtbar, daher genügt eine Pflanze, um Früchte zu produzieren. Viele Gärtner setzen die Mispel als Ziergehölz ein, da die weißen Blüten nicht nur für die Insekten nützlich sind, sondern darüber hinaus wunderschön aussehen. Wer den Herbst liebt, wird auch das bunte Herbstlaub schön finden, welches der Mispelbaum erzeugt. Die Mispel wird von romantischen Gärtnern als vergessene Schwester von Weißdorn und Quitte bezeichnet. Der Strauch, es kann sich auch um einen kleineren Baum handeln, wird 3 bis 6 Meter hoch. Der Wuchs geht eher in die Breite als in die Höhe. Der Stamm ist zwar krumm, verfügt jedoch über eine ausladende Krone. Was viele vielleicht nicht wissen, ist, dass die Mispel die Volkskrankheit Bluthochdruck reguliert. Dafür verantwortlich ist das in den Früchten enthaltene Kalium. Daraus folgend reduzieren sich die Gefahren des Schlaganfalls und Herzinfarkts. Mispelfrüchte werden als Gehirnbooster angesehen, da sich der Blutfluss zum Gehirn normalisiert und eventuell sogar erhöht. Einige Mineralien sind behilflich bei der Regulierung des Blutdrucks. Dazu gehören Eisen, Mangan, Magnesium, Kupfer, Folsäure und Vitamin A. Viele Leute nehmen vorsorglich entsprechende Mispelpräparate ein, um den Blutdruck kontinuierlich unter Kontrolle zu behalten. Experten raten täglich mindestens eine Tasse. Mispeltee reguliert nicht nur den Arteriendruck, sondern sorgt darüber hinaus für die Bekämpfung vieler anderer Leiden. Die Nierenreinigung zum Beispiel ist lebensnotwendig und kann mit Hilfe entsprechender Mispelpräparate in regelmäßigen Zeitabständen durchgeführt werden. Gerade schwere Erkrankungen, die auf Bluthochdruck, Nierenbeschwerden oder Harnsäure zurückzuführen sind, können erfolgreich mit dieser vergessenen Frucht bekämpft oder wenigstens gravierend gelindert werden. Kommen wir nun zu ein wenig Wissenswertes über die Inhaltsstoffe. Vitamin 3 sorgt für die Energie, die der Körper benötigt. Hohe Werte sind in der Niere, der Leber und im Fettgewebe enthalten. Vitamin B6 ist wichtig für die Bildung von Hämoglobin. Beta-Carotin zum Beispiel benötigst du für deine gut funktionierende Sehkraft. Das Vitamin E hingegen reguliert die Cholesterinwerte. Die entzündungshemmende Wirkung wird insbesondere bei Nieren- und Harnwegserkrankungen erwähnt, ebenfalls bei Gastritis und Morbus Crohn-Erkrankungen. Die Mispel kann also durchaus als Allround-Pflanze bezeichnet werden aufgrund ihrer vielfältigen Wirkungen. Fast jedes Organ reagiert positiv auf Mispelfrüchte oder Tee. Der Steckbrief der Mispel verrät dir in Stichworten die wichtigsten Merkmale. Dazu zählen also die Wirkung, die entzündungshemmend und harntreibend sowie krampflösend beschrieben wird. Sowohl die Blätter als auch die Früchte sind verwendbare Pflanzenteile. Zu den wichtigsten Inhaltsstoffen gehören Pektin, Gerbsäure und unterschiedliche Vitamine. Die wohl herausragendsten Eigenschaften sind eine verdauungsfördernde Wirkung, die Verlangsamung von Kalkungsprozessen, sodass die Früchte explizit gegen Arterienverkalkung verwendet werden können und dass die Mispel niemals giftig oder schädlich ist, obwohl die Frucht vor dem ersten Frost nicht genießbar ist. Die Blätter der Mispelpflanze kommen ebenfalls zum Einsatz. Die japanische Therapie beispielsweise empfiehlt, die Blätter zu verglühen und danach in eine Metallhülse zu legen. Diese Hülse wird am Körper geführt, sodass Schmerzen verschwinden und die Selbstheilungskräfte gestärkt werden. Im Allgemeinen lässt sich also sagen, dass Mispelpräparate grundsätzlich die Lebensqualität der Menschen verbessern. Forscher interessieren sich darüber hinaus unter anderem für die Lektine, die in den Mispelpflanzen vorkommen und das Immunsystem anregen.
Es ist erstaunlich, dass je öfter sich die Wissenschaft mit dieser Around-Pflanze beschäftigt, immer mehr positive Auswirkungen für viele Krankheiten entdeckt werden. Es ist sicherlich sinnvoll, die Mispelfrüchte zu sich zu nehmen, denn sie sind nicht schädlich, sondern nur hilfreich. Die Mispelfrüchte sorgen für eine Gefäßerweiterung und werden für die Behandlung von Arteriosklerose verwendet. Es gibt viele medizinische Präparate, die Mispeln enthalten. Wer Mispeln zur äußeren Anwendung nutzt, kann diese in Badewasser geben. Umschläge mit Mispeltee lassen rheumatische Schmerzen zumindest ertragen. Das Haus- und Heilmittel gegen Krampfadern und Ekzeme ist natürlich die Mispelpflanze. Regelschmerzen verschwinden nach der Einnahme eines Präparates. Unser Fazit also: Es gibt selten Pflanzen oder Heilkräuter, die so vielseitig einsetzbar sind wie die Mispelpflanze, deren Blätter und Früchte zur Anwendung kommen. Grundsätzlich schaden keine Mispelpräparate oder Mispeltee, sodass viele Leute sich zur Vorbeugung entsprechende Vorräte anschaffen. Nicht nur die Harnsäure wird beseitigt, der Blutdruck reguliert, die Niere gereinigt, sondern auch die Heilung unterschiedlicher Krankheiten sind dank der Mispel möglich. Die Mispel entpuppt sich also immer mehr als unentbehrliche Heilpflanze, die keinesfalls unbeachtet bleiben darf, sondern genutzt werden muss. Die schweren Krankheiten wie Bluthochdruck und Nierenkrankheiten können mit Mispeln gelindert werden. Die Beseitigung der Harnsäure ist immens wichtig, um der schmerzhaften Gichterkrankung vorzubeugen. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Weitere Tipps, Tricks und interessante Informationen rund um das Thema Gesundheit findest du auch auf unserer Homepage unter www.gesundheitsblatt.com. Wenn du neu auf unserem Kanal bist und dir unsere Videos gefallen, dann unterstütze uns gerne mit einem Daumen nach oben, teile diese mit deinen Freunden und abonniere unseren Kanal.